Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hexenbrut, Hexenbrut, das gefällt der Hexe gut. Dann trinkt sie ein Glas Hexenblut. Und keine Sorge, ich höre auch schon wieder auf, bevor mir irgendjemand in meinen Hexenmaul haut. Selbst für mich ist es etwas schwierig nachzuvollziehen, wie ich von dem Filmtitel Hexenbrut auf Helge Schneider und das Katzenklo komme. Wobei, vielleicht, wenn ich mir die Bewertungen von dem Film eher so anschaue, dann erinnert mich das, was ich da sehe, tatsächlich eher an das, was mein Kater früher immer im Katzenklo vergraben hat. Hexenbrut soll jetzt nicht unbedingt ein wahnsinniges cinematografisches Meisterwerk sein, aber zumindest ist er in dieser DVD-Version eines, nämlich ungeschnitten. Hexenbrut kam damals als VHS-Kassette von Splendid nämlich nur in einer circa 4 Minuten geschnittenen FSK-16-Fassung auf den Markt und trägt zwar bei der DVD immer noch das blaue 16er-Logo, enthält aber dafür dann dankenswerterweise die ungeschnittene Fassung. Was wir übrigens dann hier auf dem Mediabook von WMM vorfinden, das ist das alte Original VHS-Cover-Artwork, wo mir jetzt tatsächlich der komplette Totenschädel jetzt in dieser Sekunde das erste Mal überhaupt aufgefallen ist. Sieht halt irgendwie ein bisschen blöd aus, so ähnlich, als wäre diese Hexe ein siamesischer Zwilling, wo der andere Teil gerade vorher gestorben ist und man sich denkt, okay, gut, vielleicht ist das für mich auch nicht so gesund. Aber egal, vielleicht kann man das ja noch irgendwie heilen, weil offensichtlich hat sie sich ja eh schon auf die Stiegen in den Keller vom Haus aus Evil Dead gelegt, in der Hoffnung, da irgendwie wiederbelebt zu werden. Wir bekommen übrigens hier bei diesem Cover-Artwork, das mich dann doch ein kleines bisschen mehr an einen Erotikfilm als an einen Horrorfilm erinnert, trotzdem eine angenehme Druckqualität. Es ist halt trotzdem ein wirklich billig aussehendes Cover-Artwork, wo ich aber echt sagen muss, dass obwohl hier unten auf der alten VHS-Kassette mehr Platz war und man dadurch natürlich auch mehr von dem Schädel gesehen hat, irgendwie die Aufteilung des Bildes hier auf dem Mediabook deutlich schöner finde, obwohl der Filmtitel, sagen wir mal, vielleicht doch ein kleines bisschen überkandidelt ist, oder? Aber ist trotzdem irgendwie ganz putzig als quasi Relikt der nicht gezeichneten, sondern der quasi Fotocover auf VHS. Wir bekommen dann natürlich hier auf dem Backcover auch genau das, was wir von der VHS-Kassette gewohnt sind. Dieselben 4 Bilder aus dem Film, die auch auf dem VHS-Backcover waren. Dann eine ziemlich identisch gemachte Inhaltsangabe, wobei man da bei der alten VHS-Kassette wirklich relativ deutlich merkt, dass Splendid ziemlich unnötig groß gestaltet hat, einfach nur um mit der Länge dieser VHS-Verpackung ansatzweise klarzukommen. Hier im Mediabook war das der 7. Release überhaupt aus der Super Spooky Stories Reihe und ist limitiert auf 99 Stück. Hier in meiner Hand befindet sich dann die Nummer 1. Ja, danke Robert. Wir haben hier eben drinnen einerseits die DVD von Cargo Records und als Bonusfilm irgendein anderer Film aus dem Katalog von X-Rated. Ich kann natürlich schauen, ob ich vielleicht am DVD-Innenring. Ja, tatsächlich, hier steht Madison Shear. Gibt es einen Film, der Madison Shear heißt oder ist das der Name der Produzentin oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir können dann einmal durchs Booklet blättern. Das ist in diesem Fall auch wieder genau die erste Staffel der Super Spooky Stories. Die kommt einem durchaus bekannt vor, eben wo noch Titel wie Necromancer auch mit dabei waren, The Chair und so weiter und so fort. Einige von diesen Titeln habe ich euch ja eben schon ausführlich hier auf meinem Kanal vorgestellt, aber jetzt eben auch der Titel Hexenbrut. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, beziehungsweise zulassen, dass diese Nummer 1 in Richtung Filmundo wandert. Danke an Robert, das ist, finde ich, mal wieder eine Bereicherung für mein Super Spooky Stories Regal.